Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins in Home Run. Und ja, ich musste die letzte Folge etwas cliffhanger-mäßig unterbrechen. Direkt am Anfang, als wir jetzt gegen Zara kämpfen, das ist ein vorletzten Zwischenboss. Sozusagen. Aber die letzte Folge war leider... Naja. Wir waren schon fast bei 15 Minuten und den Kampf gegen Zara schaffe ich halt nicht so schnell. Deswegen gibt es ihn jetzt hier in einer Extra-Folge. Als Toll ist Zara sogar etwas leichter als Yudica beim letzten Mal. Weil wir sie ziemlich oft mit unserem Wirbelangriff treffen können. Sie hat aber weiterhin dasselbe Muster wie bei Yudica. Wir müssen ein Viertel ihrer Lebenspunkte wegprügeln. Da fängt sie an, sich in ihren Vertrauten zu verstecken, in ihren Riesenköpfen. Und da müssen wir eben auf die losgehen. Was als Toll ziemlich gut klappt, einfach über ihre Köpfe wegwirbeln. So. Vielleicht haben wir es geschafft, sie das erste Mal rauszuprügeln. Man sieht, wir haben noch ziemlich viele Lebenspunkte eigentlich. Wir haben Zara schon unter der Hälfte ist. Wow, jetzt müssen wir ihrem Eis hier ausweichen. Und jetzt verdrückt sie sich gleich wieder in einen ihrer Vertrauten. Ja, diesmal den aus Eis. Na, das mit dem Eis gerade eben hat uns schon einiges an Schaden bereitet. Aber wir sind noch gut dabei, im Gegensatz zu Zara. So. So, da wechselt sie wieder. Und dann kann ich mal in den Boost-Modus. Und hier ordentlich als drauf gehen. Ah, jetzt ist Weglaufen die bessere Variante. Aber jetzt macht sie ihr großes Schwert. So. Und damit dürfte sie eigentlich gleich Geschichte sein. Ah, wir sind jetzt aber schon fast bei der Hälfte unserer Lebenspunkte. Das sollten wir nochmal gut aufpassen. Und wir haben sie besiegt. Und ihre Vertrauten. Deine Kraft ist gewachsen, aber wie? Vielleicht, weil ich mich ein bisschen zu sehr auf sie verlassen habe. Du kannst behaupten, ich habe mehr als nur mein kleines bisschen Training. Leider sind meine eigenen natürlichen Fähigkeiten mit der Zeit verwittert, als Nebeneffekt. Ich hoffe, ich muss nie wieder so verwandeln. Aber wenn es nötig ist, um Leute wie euch zu besiegen, dann soll es so sein. Ich kann mich immer noch davon befreien. Ja, du bist so ekelhaft nobel. Wenn dein zweites Ich dir so viel Leid zubringt durch all das, dann erlaube mir es zu beenden.
Nein, nicht du auch noch. Ja, jetzt macht sie dasselbe wie Kishkalt. Aha, Kishkalt ist nicht der Einzige, der in der Lage ist, einen Vorteil von so einer guten Sache zu bekommen, weißt du? Mit der, dem, dadurch, dass die dämonische Essenz freigelassen wurde, wurde meine Macht 100-fach verstärkt. Hüte dich. Ja, sie hat Heidis in Rüstung gerufen. Sehr tolle Macht. Zerstöre so viele, wie du willst. Es gibt kein Ende. Ich kann so viele beschwören, wie ich will. Endlos. Na, wie lange hältst du wohl durch, frage ich mich. Das sollte sehr unterhaltsam sein. Da haben wir jetzt ihre stärksten Familiare besiegt und dann kommen solche Viecher. Was? Ha. Ah, Galio. Ja, er hat sich auch verbessert. Seit unserem letzten Treffen. Ist das alles, was du hast? Galio, aber diese Feuerbälle kamen nicht von dir. Natürlich nicht, die kamen von mir. Adena. Genau. Wir haben versprochen, dir eine hilfreiche Hand zu reichen. Und die Ritter und Magier halten immer ihr Wort. Also, wer ist diese hässliche Hexe? Wie kannst du es wagen, mich so zu nennen? Es interessiert mich nicht, wie viele ihr seid. Ihr könnt niemals meine Familiare alle besiegen. Ja, gleich wieder viermal. Sie ist wirklich einfach zu provozieren. Wir sollten damit zurechtkommen, ohne einen einzigen Tropfen Schweiß zu vergießen. Shion hat es alles gesagt. Geh voran. Wir kümmern uns hier um alles. Aber... geh einfach. Du wirst mich nicht mehr in den Weg stellen. Nicht nachdem du mit dem Commander zurückgeblieben bist. Oder denkst du, ich habe das vergessen? Okay, es tut mir leid. Und ja, da ändert sich schon die Musik wieder zur finalen Musik. Viel Glück euch beiden. Du denkst, du kommst einfach an mir vorbei? Ja, das denke ich. Quatsch, einfach mal durch ihren Spiegel durch. Und auf in Richtung großes Finale. Ja. So. Hier können wir endlich mal wieder den Ring umschalten zu mehr Stärke, dass wir mehr Schaden machen. Als Troll braucht man eh keinen Defense, als Troll muss man draufhauen können. Genau so. Komm her und stirb. Genau. Ja, richtig Action. Und ein Level up. Auf zum großen Finale. Weg mit euch. Weg mit ihr, du räuchtest nicht so, du musst weg. Es sind noch ein paar mehr von euch rotleuchten. Oh, ich habe sie schnell erledigt. So. Ich auch. Und
da kommen wir nicht hoch. Hm. Wie kommen wir dann da lang? Ach so, nicht. Ich glaube, da müssen wir erstmal wieder beim Schalter drücken. Ja, und die droppen so viele Heilkräuter, dass ich einfach... nein, hier war ich schon. Ohne Rücksicht drauf kommen kann. Genau, hier müssen wir lang. Stirb. Und stirb auch. Ah, müssen wir. Ne, da geradeaus geht's weiter. Genau, hier an die Truhe müssen wir ran. So, und wir kriegen... Ah ja, die mutigen Schuhe. Damit haben wir auch das letzte... Fast das letzte, den letzten Ausrüstungsgegenstand. So, gucken wir weiter. Ah, hier ist die Sprungpassage. Hier sacken wir mal alles ein. Und da oben müsste unsere letzte Medaille sein. Wir könnten jetzt auch theoretisch noch mit Shion reden, aber das bringt jetzt nicht viel. Er sagt einfach nur, wir sollen weitergehen. Genau, die Teufelsmedaille. Aber da haben wir auch hier den letzten Gegenstand erhalten. Die drei Felder bleiben, glaube ich, frei. Gut. Ja, jetzt müssen wir gucken, wo die Schalter sind. Und weiter ist hier einsammeln. Ja, genau, hier ist der erste Schalter. Oh, du machst gut, noch guten Schaden bei mir. Du Dämonenritter. Habe ich gerade gemerkt, der hat nämlich auf 200 runtergeprügelt. Und diese Typen hat nicht widerstehen. Das kriege ich. So. Ach, ihr Dinger. So, Heilkräuter. Was ist hier? Und Lops noch. Auf die letzte. Nee, 100 Meter. Und toll, ich bin konfus. Und vergiftet. Aber etwas Heilkraut. Sehr gut. Und noch mehr Heilkraut. Das bin ich voll. So. Die zweite Brücke ist gebaut. Geht noch aus dem Weg räumen. Und an dieser Stelle mache ich dann erst einmal einen Cut. Bis gleich.